Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide von World of Warcraft. Heute geht es um das Spielzeug Barons Buntes Buffet. Beziehungsweise, wie ihr sehen könnt, ist es zurzeit noch kein Spielzeug, sondern wird erst mit WoW Legion in eines umgewandelt. Aber wie kriegt man überhaupt diesen Gegenstand? Dazu begeben wir uns zuerst mal ins Gebiet Schattenmontal von Walls of Draenor natürlich, bei etwa 5317. Denn dort gibt es einen seltenen Gegner namens Barun und dieser lässt diesen Gegenstand beim ersten Mal für 100% droppen. Also das heißt, wenn ihr jetzt diesen Gegenstand besiegt, aber den Gegenstand gelöscht habt, müsst ihr diesen Gegner noch einmal besiegen mit einem zweiten Charakter, damit ihr diesen Gegenstand überhaupt bekommen könnt. Und das machen wir jetzt gleich, besiegen, und dann kann ich euch am Schluss zeigen, was dieser Gegenstand überhaupt kann. Ist leider nicht etwas Spezielles, also ist sozusagen nur ein Regenerationszeugs. Und ja, dann können wir den einfach besiegen, geht natürlich recht schnell, weil der Level 91 ist. Und ihr seht, ich habe jetzt hier diesen Gegenstand nicht mehr bekommen, weil ich diesen Gegenstand schon hatte. Und ja, dann können wir diesen gleich aktivieren. Ihr seht, der Gegenstand hat eine 5-minütige Abklingzeit und lässt für 30 Sekunden 60% Gesundheit und 60% Mana regenerieren. Leider ist dieser Gegenstand nur in Gebieten von Walls of Draenor einsetzbar, deshalb nicht wirklich nutzbar, natürlich wenn ihr dann in den neuen Gebieten seid. Das machen wir hier gleich, ihr seht, 5 Minuten Abklingzeit und ihr regeneriert halt pro Sekunde 2% Gesundheit. Wenn ich jetzt hier natürlich noch Mana hätte, würde es natürlich auch noch Mana regenerieren, aber das ist eben nicht mehr der Fall. Ja, das war's eigentlich für diesen Guide, ich hoffe es hat euch gefallen und ihr habt diesen Gegenstand ebenfalls bekommen und wünsche noch viel Erfolg.